Ja, liebe Zuschauer, eigentlich liebe ich ja meinen Job, aber heute muss ich sagen, ich weiß nicht so ganz. Sie haben mich gezwungen mitzulaufen beim Braveheart Battle hier in Münnerstadt und zugeben, ich bin nicht der Sportlichste. 24 Kilometer und über 40 Hindernisse. Puh, ich muss schauen, ob mir das gelingt. Zwei Dinge machen mir Mut. Einerseits mein Notfall-Schokoriegel und andererseits die 2353 Mitstreiter, die sich mit mir dem Battle stellen. Warum machen Sie mit? Das weiß ich selber noch nicht. Ich habe mich bequatschen lassen. Wette verloren. Weil wir Matsch lieben, weil wir Spaß haben wollen und weil das toll ist hier. Punkt 13 Uhr gibt es dann kein Zurück mehr. Die Stimmung im Stadion kocht, die Teilnehmer brennen auf den Startschuss. Auf geht's, 24 Kilometer pure Qual. Der Weg in die Stadt ist noch halbwegs angenehm, doch was dann folgt, ist das, was die Veranstalter den Weg durch die Hölle nennen. Es ist wohl das größte Sportteam der Welt, das sich hier seinen Weg bahnt. Jeder hilft jedem. Doch bei Kilometer 10 ist man schließlich auf sich alleine gestellt. Das Loch Ness wartet. Eine matschige, circa 1 Grad kalte Brühe muss gleich viermal durchschwommen werden. Die Rettungstaucher haben alle Hände voll zu tun. Für diejenigen, die auf der anderen Seite ankommen, gilt es nun, den unterkühlten Körper wieder auf Temperatur zu bringen. Doch mancher ist mit seinen Kräften schon jetzt völlig am Ende. 108 Teilnehmer müssen am Ende das Rennen vorzeitig beenden. 10 von ihnen haben sich die Knochen gebrochen. Die Rettungssanitäter fahren an diesem Tag über 70 Einsätze. Währenddessen kämpft sich der Rest weiterhin tapfer seinen Weg. Auch ich bin von oben bis unten mit Schlamm eingedeckt und gehe nahe am Limit. Doch nützt alles Jammern nichts. Die letzten 6 Kilometer stecken noch einmal voller Hindernisse. Jetzt zeigt sich, wer ein echter Kämpfer ist. Ja. 24 unglaublich harte Kilometer später ist man schließlich wieder an dem Punkt, an dem der ganze Spaß begann. 2246 erfolgreiche Bravehearts am Ende ihrer Kräfte. Das war das Härteste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Wahnsinn. Nochmal dann, nächstes Jahr wieder? Auf jeden Fall. Wir sind nächstes Jahr wieder dabei. Hoffentlich 30 Kilometer nächstes Jahr. Heftig. Ich habe die letzten Jahre auch beim Strongman mitgemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier so Hammer ist. Mann, so ein Scheiß, Mann. Ich bin fertig, absolut fertig. Bah. Nächstes Jahr nochmal? Ja, logisch. Und auch ich habe es nach exakt 4 Stunden und 30 Minuten geschafft und tanze mich überglücklich ins Ziel. Mit seiner ganzen Grazie.